Sie auf den Einsatz? Ja, wir sind hier um ca. 19.30 Uhr alarmiert worden. Hier ist ein großes Stück von einem Baum abgebrochen, über die Straße geweht bei dem Sturm und mit dem Pkw, der hier hinter uns steht, kollidiert. Der Baum ist also auf das Fahrzeugdach hier draufgesprungen und dann ist das Fahrzeug umgekippt. Das hat hier auf der Seite gelegen, der Baum da drauf, als wir eintrafen. Was war mit den Insassen? Oder? Es waren zwei Insassen. Der eine Insasse ist verletzt an der Hand, ist mit dem Rettungswagen gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Und dem anderen Insassen ist nichts passiert. Also der Baum hat den Wagen umgestoßen oder der Wind? Ja, der Baum hat den Wagen letztendlich umgestoßen. Und das war wahrscheinlich auch das Glück für den Fahrer, weil wenn der Wagen nicht umgekippt wäre, dann hätte der Baum wahrscheinlich das Dach so tief runtergedrückt, dass der Mann schwerer verletzt worden wäre. Okay. Wie ist allgemein die Lage heute Abend bei Ihnen? Ja, es ging so um, ich denke mal, es war ungefähr 19.30 Uhr los. Da tobte hier ein heftiger Sturm mit starkem Regen, Blitze gingen nieder. Und in dem Moment gingen auch die Einsätze los. Wir haben zurzeit 5 Einsatzstellen, die zu bearbeiten sind. Bäume umgestürzt, Dachpfannen fliegen von Dächern. Ein Carport ist wohl vom Wind erwischt worden. Ist also einiges zu tun. Also ist der Sturm eigentlich noch stärker als letzte Woche? Eigentlich sollte es so umgekehrt sein, ne? Ja, es war ja jetzt ja nur so eine kurze Phase. Und es ist ja auch gegen 19 Uhr nochmal eine Verstärkung gekommen der Warnung. Wir waren also schon informiert, dass jetzt der Sturm etwas stärker wird. Da ist heute über Tag ja nicht von auszugehen gewesen. Okay. Wie lange bleibt das hier noch gesperrt? Und dann geht es direkt weiter? Das wird wahrscheinlich noch so 20 Minuten, 30 Minuten gesperrt bleiben. Das Abschleppunternehmen ist unterwegs. Dann werden hier noch Schilder aufgestellt, weil hier Betriebsmittel ausgelaufen sind. Es ist ein bisschen glatt. Und die anderen Einheiten sind schon zu den anderen Einsatzstellen, sodass die auch zeitgleich abgearbeitet werden. Den Namen bitte vor uns, Zunahme. Lutz Reimann, Leiter der Feuerwehr Neukirchen-Flüen.